So Leute, ich möchte ganz kurz schnell noch was sagen. Und zwar in erster Linie möchte ich einmal an euch alle Danke sagen, dass ihr euch immer die Zeit genommen habt, dass ihr mitgeht. Und vor allem möchte ich Danke sagen, dass ihr den Mut habt und zeigt euch auf der Straße. Die meisten Menschen, mit denen wo man redet, und ich möchte einmal sagen, 8 von 10 sind es, die schimpfen nur. Die schimpfen immer nur, wie schlecht das alles ist. Aber keiner von denen tut was. Die gehen heim und Schluss. Und deswegen danke an euch, dass euch das auf der Straße zeigt. Und ich hoffe, dass das wieder mehrer wird. Momentan haben scheinbar viele keine Kraft nicht mehr, keine Mut, kein Ehrgeiz nicht mehr. Vielleicht sind sie ausbrennt, ich weiß es nicht. Jedenfalls wird es weniger. Und dieses weniger, das hat damit zum Tor. Das ist genau das, was diese Eliten wollen. Und zwar ist es diese Zermürbungstechnik. Viele sagen, ja, das bringt doch sowieso nichts, wenn man auf die Straße geht. Ich weiß jetzt nicht, ob es was bringt, aber Tatsache ist, wenn man es nicht probiert, dann wird man es nicht erfahren, ob es was nutzt. Und wenn mehrere Leute auf der Straße waren, dann bin ich mir sicher, dann darf sich das eine oder andere dazu verändern. Also jetzt ohne die Magie. Wir machen jetzt die nächsten 2 Montage macht man Pause. Weil der nächste Montag, das war der erste Weihnachtsfeiertag. Der zweite Montag, das war der Neujahrstag. Und ich denke mal, da haben viele, sage ich mal, einen Nachholbedarf. Zumindest was an Silvester angeht, die werden wahrscheinlich schlafen. Und ich hoffe, dass wir dann ab nächstes Jahr, ja, funktioniert es wieder, ich hoffe, dass wir dann ab nächstes Jahr wieder mehr Leute werden und dass sie dann auch die trauen, die was sie jetzt noch nicht trauen. Ich hoffe zumindest. Und ich kann nur an alle, die wo mich hören, kann ich nur sagen, Leute, dort nicht nur schimpfen, sondern dort was dafür. Es tut kein anderer für euch, es müsst ihr selber machen. Und ich denke mal, die Pause kann ja jeder brauchen, damit er wieder ein bisschen Kraft kriegt, damit er ein bisschen erholen kann. Weil das, was nächstes Jahr auf uns zukommt, das wird an jeden treffen. Und das wird nicht nur uns treffen, die wo da auf der Straße sind, das wird auch die treffen, die wo daheim auf der Couch sitzen. Die wird das genauso treffen, und zwar ganz gewaltig. Heute waren ja die Bauern in Berlin aktiv. Die letzten Zahlen, wo ich gehört habe, waren es angeblich 1500 Fahrzeuge. Wie viel das wirklich waren, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass sich auch die Bauern bei uns trauen, im ländlichen Raum, da wo jetzt nicht so viel los ist. Aber ich kann nur sagen, Bauern, kommt auf die Straße und zeigt, dass das nicht in Ordnung ist, was da passiert. Wir werden jetzt am Kämpfen haben jetzt mit den ganzen Erhöhungen von den Steuern. Ob jetzt das die Mehrwertsteuer ist, besonders für die Gastronomie, ob jetzt das für den Sprit die Steuer ist, und ich weiß schon gar nicht mehr, wo überall noch die Steuern draufkommen. Die Maut, genau, ist auch noch so eine Sache. Und das wird sich für jeden beim Einkaufen bemerkbar machen. Und dann muss ich sagen, Leute, wenn ich jemanden schimpfe hier im Geschäft drin hat, weil alles so teuer ist, dann muss ich sagen, hört einfach auf zum Schimpfen. Oder tut's was. Hebt eure Stimme mal, stellt euch einmal gerade hin und sagt, so geht es nicht. Das muss sich ändern. Und das wird sich nur ändern, wenn wir es mir machen. Weil die Politik ist nicht fürs Volk. Die Politik ist für ihren Geldbeutel und die Politik ist für die Macht, was sammeln. Und wir sind nur die Idioten. Das ist jetzt nur meine Meinung. Aber wir sind nur die Idioten, die den ganzen Tag in die Arbeit gehen, die das Geld zu überbringen. Und die geben es aus und denen ist vollkommen egal, ob wir mir zurechtkommen damit oder nicht. Dann möchte ich noch über Weihnachten. Vielleicht haben die einen oder anderen Zeit. Super, da kommen die Bauern schon. Genau so habe ich es mir gewünscht. Genau so muss es sein. So ist das, was man soll vorstellen.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an die Bauern. Genau das ist, was wir segnen. Genau vor dem, das wünscht ja jeder. Sorgt, dass ihr nicht mehr einverstanden seid. Das soll ja jeder wissen, dass es so nicht weitergeht. Sorgt es. Herzlichen Dank euch, macht's weiter so, vielen Dank. Schaut, dass das nicht in Ordnung ist, was da passiert, lasst euch nichts gefallen. Aber ihr seid noch viel zu leise, ihr dürft ruhig lauter sein. Es hat ja jeder einen Hupen, da soll er draufdrücken. In Erfüllung gekürt. Hat kein Mensch nicht gewusst, aber es war jetzt richtig schön, das zu sehen. Und ich hoffe, sie geben nicht auf, das war nicht das erste und letzte Mal, sondern ich hoffe, dass die jeden Tag, wenn es ihnen möglich ist, weiterfahren. Und es könnte sicher sein, unsere Unterstützung habt ihr. Zuerst, wo ich stehen bin, was ich noch sagen möchte, so ein paar Sachen zu Weihnachten, zu Neujahr, wenn die angeblich starke Zeit ist, an alle Richter, an alle Ärzte, an alle Lehrer, an alle Polizisten, die gehören auch noch dazu. Dort euch einmal über die Weihnachtszeit jetzt Gedanken machen, über euren Beruf. Jeder von euch, denke ich einmal, hat seinen Beruf aus dem Grund gelernt, weil er Menschen helfen wollte. Und dort bitte einmal vergleichen, was jetzt ist. Dort ist wirklich Menschenhelfer. Dort ist das, was ihr gemeint habt, warum das diesen Beruf erlernt. Könnt ihr den Menschen so helfen, wie ihr es gern möchtet? Oder wird das Ganze durch Vorschriften und Gesetze oder Auflagen oder Verordnungen überhaupt noch zulassen? Dürft ihr es das machen,
was ihr für richtig haltet und was ihr für gut haltet. Dort bitte mal nachdenken drüber. Weil die Menschen, die vor euch sind, ganz egal wer das jetzt ist, ob das ein Richter, Polizist, ein Arzt, ein Lehrer ist, das, was vor euch steht, das sind Menschen und das sind Kinder und keine Gesetzbücher und keine Verordnungen. Und Kinder und Menschen brauchen was anderes, als wir das, was im Gesetzbuch drin steht. Dort sei euch das bitte durch den Kopf gelassen. Es alle habt die Möglichkeit, dass es verändert. In dem Sinn wünsche ich an jeden von euch, auch gegen die, wo ich jetzt gerade ja, eigentlich nicht geschimpft habe, ich wünsche an jeden schöne Weihnachten und ich wünsche an jeden ein gutes neues Jahr. Und ich hoffe, wenn ihr nachdenkt habt, dass wir nächstes Jahr viel mehr Leute auf der Straße sind und sagen, so kann es nicht mehr weitergehen. In dem Sinne nochmal schöne Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Danke.